In diesem Video geht es um das UWG. Sie merken schon, wir sind im Wettbewerbsrecht. Das UWG ist das unlautere Wettbewerbsgesetz oder, wie man eigentlich besser sagt, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Wohlgemerkt, kein Gesetz gegen den Wettbewerb. Das Wort unlauter ist hier sehr wichtig. Also Wettbewerb ist okay, aber unlauter darf er nicht sein. Und wir sind hier gefragt nach der Grundidee dieses Gesetzes. Nun, die Grundidee ist Marktteilnehmer sollen sich anständig benehmen. Marktteilnehmer, vor allem Unternehmen, dürfen ihre Produkte anbieten, dürfen auch in Wettbewerb treten mit anderen, dürfen den anderen auch irgendwie übertreffen oder unterbieten, aber das alles anständig, ziemlich missbrauchtes Wort hier, ja, anständig. Das heißt, was heißt denn jetzt anständig? Anständig heißt unlautere, unfaire, kann man sagen, Handlungen vermeiden. Und dafür, was solche unlauteren Handlungen sind, gibt es in Paragraph 4 des UWG eine Menge Beispiele. Aber bitte achten Sie darauf, der Paragraph 4 gilt immer nur im Zusammenhang mit dem Paragraph 3. Der Paragraph 4 gibt die Beispiele zum Paragraph 3, in dem steht, dass man keine unlauteren Handlungen begehen soll. Und der Paragraph 4 bietet dann die Beispiele. Also, wenn Sie da noch eine genauere Vorstellung entwickeln wollen, dann schauen Sie einfach mal ins UWG rein. Ist auch ein sehr kurzes Gesetz, sehr übersichtlich. Und dann haben Sie eine Vorstellung, was unlautere Handlungen sein können, weil es dort Beispiele gibt. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.